Pokémon Snap! Ein wunderschöner Tag, um mit einem neuen Let's Play-Projekt zu beginnen, nicht wahr, Leute? Seid gegrüßt, hier spricht wieder euer Looks-like Link. Und es ist mal wieder Zeit, in der Retro-Kiste zu graben. Ja, mit diesem N64-Klassiker, den es jetzt auch offiziell als Nintendo Switch Online Service Edition gibt. Pokémon Snap, ein sehr kurzes Spiel, man kennt es. Und ich freue mich sehr, es mit euch endlich spielen zu können. Es ist schon eine Weile auf meiner Planungsliste. Und hier so jetzt als offizielle und authentischste Variante freut es mich sehr. So, gleich zu Beginn, bevor ich ein neues Spiel starte, muss ich noch für mich persönlich selber in den Optionen was einstellen. Ja, ich bin nämlich so einer, ich mag es dann doch eher, wenn man die Kamera mit der normalen, naja, Steuerung lenkt. Hier sieht man ja umgekehrt und normal. Und hier, Leute, muss man aufpassen. Ja, der geht gleich gut los, ich sag's ja. Es geht gleich gut los, weil hier haben sie die Übersetzungen im Deutschen vertauscht. Hierbei umgekehrt steht jetzt zwar, drücke den Analogstick nach oben, um hoch, und nach unten, um herunterzuschauen. So, genau das will ich. Ja, ist aber bei der umgekehrten Einstellung nicht der Fall. Man muss auf normal gehen, wo wiederum aber steht, drücke den Analogstick nach unten, um hoch, und nach oben, um herunterzuschauen, was ich eigentlich nicht will. Aber es ist, wie gesagt, nur die Übersetzung vertauscht worden. Ich spiele auf normale Einstellung, weil ich halt nach oben lenken will und dann auch nach oben gucken will. So, kleine Verwirrung zu Anfang gleich, aber was soll's. Yeah, jetzt kann ich schon starten, Leute. Ein neues Spiel beginnt. Oh, Pokémon-Fotografen-Ausweis. Trage hier deinen Namen ein und verliere diesen Ausweis nicht. Professor Eich. Wähle die Buchstaben mit dem Analogstick und bestätige mit A. So, man kann sich hier seinen eigenen Namen geben, aber ich glaube, ich würde dabei bleiben, einfach den Charakter, den wir spielen, noch mit seinem richtigen Namen zu benennen. Und das ist der gute alte Todd. Ja, nicht Tod oder so, hier T-O-Doppel-D, Todd ausgesprochen, kam sogar mal in ein paar Folgen des Animes vor. Und irgendwie hat er gleich sein eigenes Spiel bekommen, nicht wahr? Alles klar, ja, ich nenne ihn Todd. Cool. Hallo! Oh mein Gott, Professor Eich, na? Hallo Todd, mein Name ist Professor Eich. Ich bin Pokémon-Experte. Ja, als Zertifizierter oder Selbsternannter, würde ich gerne wissen. Ich habe dich wegen meines Pokémon-Reports eingeladen. Ich möchte, dass du für meinen Pokémon-Report Fotos von Pokémon machst. Das klingt einfach, warum machen sie das nicht selber? Hier auf der Pokémon-Insel kannst du überall wilde Pokémon finden. Allerdings nur aus der ersten Generation. Das hier ist das Zero-One-Mobil. Damit kannst du dich auf der Insel fortbewegen. Das Zero-One-Mobil fährt immer Richtung Zieltor, dem Endpunkt jeder Strecke. Soll ich diese Infos wiederholen? Nee, bin ja nicht doof. Na dann, auf der ersten Tour zeige ich dir, wie man Bilder macht. Ich zähle auf dich, Todd. Professor Eich, ey. Ja, das Spiel ist von der Aufmachung her ziemlich simpel, weil es im Großen und Ganzen um die Pokémon gehen wird, die für damalige Verhältnisse doch schon relativ gut aussahen. Drücke A, um eine Strecke auszuwählen. Wir können erstmal gleich speichern. Oh, wähle Albummarkierungen beim Fotocheck, um Bilder an deinem Album zu speichern. Jetzt haben wir noch nicht freigeschaltet. Wird noch ein bisschen dauern. Leute, noch als letzte Info, bevor es wirklich losgeht. Ich plane hier ein 100% Let's Play für euch zu machen. Habe auch schon einen Practice Playthrough gemacht. Ich weiß also ganz genau, was wir alles machen werden, was wir alles finden werden, um richtig schön sagen zu können, ja, das sind 100%. Ne? Inklusive auch der sogenannten Bonusfotos. Aber dazu später mehr. So. Die Musik, ey. Ein sonniger Strand ist die erste Strecke. Großartig. Hier kann man bestimmt tolle Fotos schießen. Na dann mal los. Soll diese Strecke ausgewählt werden? Auf geht's, Mann! Ja. Ja. Richtig enthusiastisch. Ja. Oh. Oh. Okay, Tutorial. Drücke Z, um zu zielen. Swoop. Ah, und dann drücke A, um ein Foto zu machen. Ey, das ist ja richtig cool. Wow, drücke A, um ein Foto zu machen, ja. Ey, die ersten drei Bilder sind einfach perfekte Fotos, wegen Tutorial und so. Zack, alles klar. Taubsi haben wir entdeckt. Schieße möglichst viele Pokémon-Fotos. Okay, dann gucken wir uns mal auch schön um hier. Wow, Alter, ein Dodu. Toll, mich erwischt oder was.
So, schön, schön. Wir sind hier automatisch auf einer Strecke. Oh, na komm her, komm her. Pikachu, hallo. Pikachu, hallo. Oh, das ist doch super. Schönes Foto. Sehr, sehr, sehr schön. Und süß natürlich. Oh, Smetbo. So, ich will jetzt am Anfang nicht zu hektisch sein. Nee, mal mögen wir verzeihen. So, komm her, du. Du bist hier auch nochmal dran. So, du, voll cool. Smetbo, oh. Ja, Smetbo. Ich habe nur eine begrenzte Anzahl an Fotos, ne? Nicht vergessen. Oh, was ist das denn da hinten? Labras, Alter. Okay, aufs Band bekommen. Ja. Schön. Die Strecken werden relativ kurz sein, wie ihr sehen werdet. Und es werden halt aber dafür auch immer wieder wiederholte Fahrten nötig sein, um wirklich alles zu kriegen und um alles gut aussehen zu lassen. Oh, Mauzi! Mauzi, guckt's euch an! Sagst du irgendwas? Nö. Hat einfach keinen Bock. Was zum... Alter, was ist mit Mauzi los, ey? Naja, cooles Foto. Guck hier, was raschelt hier im Busch, aber das werden wir alles noch nicht machen können. Das dauert noch ein bisschen. Wow! Alter, richtig Doppellab, was habt ihr das gesehen? Was zum... Hö, Mauzi rennt taubs hinterher. Ey, man kann gar nicht auf alles achten. Gibt's doch gar nicht. Hier sind Baumstämme. Ich sehe keine Pokémon. Na gut, von mir aus, dann halt nicht. Lala. So, Smetbo habe ich schon fotografiert. Ich denke mal, das ist ein gutes Foto. Da ist schon ein gutes Foto drin. Oh, noch ein Lapras. Oh, da raschelt. Na, kommt hier. Oh! Okay, Dodu. Schön fotografiert. So, ich muss meine Fotos mal langsam im Auge behalten. Wow, Taubsi, was rennst du denn da dem. Dem Taubsi. Mauzi, was rennst du dem Taubsi hinterher? Was ist das da? Einfach ein Ball. Aber ein Evoli. Sehr schön. Dann kriegt ihr noch ein bisschen besseren Blickwinkel hier. Oh, oh, ja, sehr schön. So. Wow, Alter, ist der mal ultra Labras. Cool. Das ist ja richtig geil. Und das hier, okay, das, ja, kann Gama von hinten. Ja, super, das war jetzt nicht so toll. So, sehr schön, Labras gleich fotografiert. Bei Labras gibt es natürlich auch eine kleine Bedingung. Labras kommt umso näher, umso mehr Fotos man macht. Tatsächlich. So, was ist hier los? Alter, was? Jetzt im Stress. Oh, krass. Und das war tatsächlich sogar schon das erste Bonusbild, was man machen kann. Und wir sind am Ende. Wir sind viel zu schnell. Hier ist ein kleiner Tümpel. Nichts mehr. Oh. Moderne Teleportationstechnik. Okay. So, der Fotocheck am Strand. Es wurden, sage und schreibe, übelst viele Bilder gemacht. Au, 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 je. So, da kommt schon noch ein bisschen mehr. Ich hab fast den ganzen Film aufgebraucht. So, 57 Bilder. Und jetzt geht es darum, halt erstmal für Eich gewisse Bilder zu kennzeichnen. Genau, wähle Bilder aus, um sie Professor Eich zu zeigen. Von jedem Pokémon immer jeweils nur eins. Jetzt überlege ja echt gerade hier wegen dem, wegen Taubsi, weil dieses Bonusbild, was ich gemacht habe, da würde ich eigentlich gerne, damit wir dann später im Let's Play-Verlauf alle auf einen Blick haben, würde ich das eigentlich gerne erst zeigen, wenn ich hier Album markieren kann. Ja, aber erstmal, du kannst die Bilder zunächst nur mit Eich kennzeichnen, ja. Wir müssen erstmal freischalten, dann würde ich halt ins Album alle Bonusbilder markieren später. Deswegen, ach, lass mal einfach hier so Taubsi. Dieses Bild, dim. Ja, das hier ist halt so ein Bonusbild, ne? Das ist cool. Ach ja, komm, nehmen wir einfach mal das. Zack, der wisst ja, was los ist. So, das war Taubsi. Dann, Kangama. Ja, kann ich ihm trotzdem mal zeigen, ist immer ein neues Pokémon, ne? Ist neu. So, was denn jetzt? Die macht hier komplett durch die Bilder ganz nach hinten gescrollt. Ah. So, immer wenn man das Pokémon auswählt, kann man sich die Pokémon-Bilder nur angucken mit dem einen und demselben Pokémon. Dann erspart man sich hier durch dieses ganze Ding hier durchzuscrollen. So, zum Beispiel eine Mauzi. Da habe ich drei Bilder von... das ist eigentlich schon voll cool. Ja, komm. Das ist das beste Mauzi-Bild. So. So, Smetbo. Habe ich da irgendwie noch eins, wo ein bisschen größer ist? Relaxus-Wampe. Noch ein Bild. Ach komm, nehmen wir das hier einfach. Ja. Ist das beste, denke ich mal. Lala. So, und Labras. Oh, Labras. Ja, dann dazu sagen, das ist ja am Anfang ganz weit hinten. Und je mehr Fotos man, nicht unbedingt von Labras, sondern allgemein, umso mehr Fotos man macht, dann ist das halt echt am Ende ganz nah am Strand dran. Und ich nehme mal das hier. Ich weiß nicht, ob das gerade abtauchende Labras noch zählt als weiteres Pokémon, was abgebildet werden kann. Und dann haben wir hier noch Evoli. Das sieht eigentlich auch jetzt schick aus. So, natürlich, Professor Eich wird gleich seine Bewertung machen, auf was es dann ankommt bei Bildern. So, ich nehme einfach mal, ich nehme das hier.
So, ist schön groß, schön mittig. So kleine Faktoren, auf die man achten sollte. So, Dodu, hab ich da irgendwie noch ein besseres Bild? Alles so weit weg, ne? Ach komm, das hier. Der sieht cool aus. Koffer der Sache nicht irgendwie von wegen, oh, das ist ja von hinten zu sehen. Was soll das denn? Ein Schmutzbild. So, okay, ja, alle schon ausgegraut, alle ausgewählt. Habe ich jetzt echt so ein... Ah, Pikachu natürlich noch vergessen. Oh, das sieht schon... Ja, das sieht cool aus. Direkt in die Kamera geschaut. Und da freut es sich. So, alle Pokémon, die wir gefunden haben, ein Foto ausgewählt, drücke B und wähle dann zu Professor Eich, um ihnen die markierten Bilder zu zeigen. Ja, und das hier würde ich halt sehr gerne noch nutzen, später. So, alles klar, möchtest du diese Bilder Professor Eich zeigen? Ja, ich bin da sehr stolz drauf. Ja. Eich-Check. Was gibt's denn Neues? Pikachu. Lass mal sehen, das ist Pikachu. Wie groß ist die Abbildung? Genau, Größe zählt. 540 Punkte, das ist ganz okay. Wie sieht die Pose aus? Alter, 800 Punkte, gut gemacht, sehr hübsch. Und kommen wir zur Technik. Gut, das Pokémon ist in der Mitte des Bildes. Oh, ich verdoppel deswegen deine Anzahl. Wunderbar. Wunderbar. Dein Bild ist ein tolles, dein Bild ist tadellos. Mach weiter so. Oh, ganz wenig Kategorien nur. Aber okay, so lass mich mal sehen. Oh, das ist das Smetbo. Wie groß ist die Abbildung? 300 Punkte. Es ist ganz okay. Und wie sieht die Pose aus? 1000 Punkte. Sehr hübsch, gut gemacht. Kommen wir zur Technik. Oh, das Pokémon ist in der Mitte. Grandios, Mann. Wow. Wow. Es sind weitere Smetbos im Bild. Ja, da gibt es auch noch Bonuspunkte. Dafür gebe ich dir noch zusätzliche 190. Wunderbar. Wunderbar, dein Bild ist tadellos. Mach weiter so. Din, din, din. So, Mauzi jetzt. Das ist aber schon auch richtig geiles Bild. Ist ja Mauzi, wie groß ist die Abbildung? Ganz okay. Hä? Fahr richtig nah dran. Und wie sieht die Pose aus? 1000 Punkte, gut gemacht, sehr hübsch. Ja, finden Sie hübsch, Professor? Technik, sehr gut, in der Mitte des Bildes, also verdoppelt. Wunderbar. Ach, wunderbar. Er findet alle Bilder einfach geil. So, ne, diesen Anschauungsprozess werden wir dann später auch natürlich ein bisschen beschleunigen. Ich werde mich da einfach durchklicken, aber ist ja jetzt der erste Part, ne? Alter, ein Dodu. Wie groß? Ist ganz okay. Pose? Es ist ganz okay. Na, kommen wir mal zur Technik. Ah, ist in der Mitte des Bildes. Na gut. Wunderbar. Ach, wunderbar. Trotzdem findet er super. La la la. Gott, ey, Evoli ist auch voll krass. Das geile Bild. Alter, ist ganz okay. Hä, wie groß muss er denn noch sein? 800 Punkte. Aha. Wunderbar. Wunderbar. Aber trotzdem bisher nur tadellose Bilder bisher. Aber ich glaube, Kangama wird da richtig schlecht finden. Na, mal gucken. Das ist ja Lapras. Abbildung. Ist ganz okay. Alter, das ist voll nah dran. Mann, Pokémon entspannt sich. 1000 Punkte, Alter, für ein Spannungsbild. Technik, Gun ist in der Mitte des Bildes. Wow. Verdoppelt und wow, sind weitere Lapras im Bild. Naja, die Kopfhaut von einem. Aber okay, mal zwei nehmen. 20 Punkte. Erster Professor. Wunderbar. Ach, ist doch wunderbar. Gut, Lapras wird nie wieder fotografiert. Na gucken, ein Kangama. Wie groß ist die Abbildung? 500, naja. Ganz schlecht ist die Pose. 10 Punkte. Das ist nicht so gut. Du warst nah dran. Boah, voll fies. Aber ein schöner Rücken muss nicht unbedingt entzücken. Alter, wie er so darauf eingeht. Aber Professor. Wow. Wow, ist das nicht Taubsis Windstoßattacke? Genau, und solche Bilder sind klassifiziert als Bonusbilder. Und davon gibt es halt auch noch in jeder Strecke diverse, manchmal mehr als andere. Und die will ich euch alle auch zeigen. Mitunter sind die auch ganz schön anspruchsvoll. Gut, das jetzt hier nicht, das passiert automatisch, aber okay. Taubsis Windstoßattacke bringt 500 Bonuspunkte gleich am Anfang. Und wie groß ist die Abbildung? Ganz okay. Die Pose. Oh, ein Kampfschrei. Alter, richtig viele Punkte. Sehr schön. Zur Technik bitte. Gut, das ist in der Mitte, das ist schon mal geil. Wow. Verdoppelt. Und es sind noch weitere Taubsis im Bild. Alter, oh, mein bestes Bild bisher. Wunderbar. Ach, wunderbar. Tadellos, ey. Sehr cool. Ich speichere mal die Ergebnisse deiner Fotoreise im Pokémon Report. Ist okay. Warte. Warte, Toad. Wir gehen zurück ins Labor. Hat er was für mich als Info oder was? Gibt's neue Informationen, Professor? Ich habe die Bilder gesehen, die du gemacht hast, Toad. Sie sind jetzt im Pokémon Report gespeichert. Wenn du mehr Pokémon-Fotos gemacht hast, werde ich dir weiterhelfen. Viel Erfolg, Toad. Übrigens, du kannst ab sofort den Pokémon Report einsehen. Oh. Okay, da kann man richtig schön gucken. Alles klar. Pokémon gesehen. 8 Stück schon. Und bisher die Punktzahl. Crazy. So, der Pokémon Report.
den werden wir auch vervollständigen. Es gibt tatsächlich in dem Spiel, das ist ein bisschen wenig, aber es gibt 63 Pokémon-Arten von 150, von den 151 ersten. Na, guck mal, mein bestes Foto ist natürlich... Ja, ist ja klar, ne? Mal gucken, können wir uns alles schön angucken später. Sehr schön, oh je. So, ich glaube, wir schaffen auch noch die andere Route. Müssen wir mal gucken. So, zack. So, drücke A, wieder eine Strecke. Tot, du kannst nun die nächste Strecke erforschen. Yeah! Ja! In diesem dunklen Tunnel war früher ein Kraftwerk. Dort gibt es viel zu entdecken. Bist du bereit? Ja. 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 Der Professor da winkt, ey. Oha. Erstmal die Pikachu wieder. Pikachu fotografieren und... Er hat einen Elektroball. Und was ist das denn? Was passiert jetzt? Was zum... Alter, Leute, das ist auch wieder ein Bonusbild. Yeah. So, was ist da? Ey, der Elektrik, ey. Duschenbohne. Oh, okay, Elektroball ist explodiert. So, Elektrik von hinten fotografieren brauchen wir nicht. So, was ist denn? Oh, guck mal, der Kukuna. Kukuna. So, da muss man auch ein bisschen einen kleinen Trick abwarten. Weil, wenn Elektroball explodiert, kommen ganz viele Kukunas nach unten. Boom. Alter, richtig viele. So, ich hätte es auch elektrisch fotografieren können, wie es da am Boden liegt, aber ich glaube, ich habe ein besseres Bild schon. Nee, so, brauche ich noch irgendwie einen Elektroball, ein besseres? Ach, so, komm, einfach ein lachendes Elektroball. So. Oh, habe ich jetzt Zubat erwischt? Ich hoffe doch. Wow, ey, so ein Kraftwerk, ey. Man muss ja wirklich sagen, also ein bisschen, naja, so besonders ist das Spiel tatsächlich gar nicht. Es ist alles sehr, sehr kurz, aber irgendwie hat es einfach Feeling. Ist aus dem Jahr 2000 und so ein bisschen muss man auch in Stimmung für gewesen sein, oder was? Was ist das hier eigentlich? Was ist das hier eigentlich? Das ist ja irgendwie, ist das ein Fragezeichen? Ich hab's einfach mal fotografiert und war eigentlich voll Fragezeichen, okay, unbekannt. Zubat. So, okay, ich werde mal jetzt mal ein bisschen meine Fotos aufheben, denn... Ja, weitere Elektek habe ich schon fotografiert. Leute, ne, keine Sorge, wir werden die Strecke mehrmals fahren. Also jede Strecke auch. So, hier ist jetzt richtig der Trick, Leute. Hier haben wir Dick da. So. Dick da. Und wir müssen jetzt fotografieren, dass Pikachu immer weiterläuft. Immer mehrere Dick das rausholt. Der Pikachu. Und irgendwann... Dick da. Irgendwann kommt er nämlich Dick Dries. So, und wenn man das weitermacht, kommen auch ganz viele Dick-Dries. Alter, richtig cool. Das sind so die kleinen Tricks, die man denn hat. Wow, ob das ein gutes Bild ist. Das bin ich natürlich hier voll an allem anderen Kram vorbeigefahren. Aber die Strecke ist auch schon wieder vorbei. Unfassbar. Oh, Magnetilo. Was zum... Toll, die lassen sich nicht fotografieren. Wenn man halt, wenn man mit der Kamera rauffällt, lassen sie sich nicht fotografieren. Fies! Da müssen wir uns sowas einfallen lassen. Was denn das hier? Okay, Elektroball vor dem... Ganz ruhig, Magnetilo, ganz ruhig. Elektroball davor, hä? Ja, so ein bisschen gibt's ja auch Rätsel. Aber na, wir müssen das mal gucken. Ich denke, ich habe erstmal genug Fotos gemacht. Da ist schon das Ende. Und nach der Fotosession können wir so auch den ersten Part sehr gut beenden. Badam. Also stellt euch darauf ein, das wird auch ein sehr, sehr kurzes, kleines, ja, Let's Play Intermezzo, möchte ich es mal nennen. Richtig zackig, auch wenn wir 100% machen, wenn wir alle Bonusbilder machen. Es ist und bleibt dann doch eher ein Highscore-Game, was man im Prinzip endlos spielen kann, für die höchsten Score. Aber wir wollen ja nur für die Atmo und für die Pokémon. Und da ist er einfach verschwunden. So, wieder schön Rekord gemacht, der Fotocheck. Und guck mal, jetzt kann ich sogar die Albummarkierung machen. Und da haue ich dann gleich mal die Bonusbilder rein. Mit Albummarkierung kann ich meine Lieblingsbilder im Album speichern. So, dann muss ich immer das Taubsi-Bild normal machen. So, man kann die auch doppelt kennzeichnen, kein Problem. So, dann machen wir natürlich erstmal das hier. Das Pikachu-Foto. Das ist, glaube ich, ganz cool, oder? Ist das noch näher dran, ne? Ich glaube, das ist cool. So, zack. Und da das ein Bonusbild ist, ne, markiert mir das gleich noch. So, weil hier Elektrik, Alter. Ja, doch, hier schön. Das freut sich voll. Nehmen wir das hier schön in der Mitte. So. Babum. So, die ganzen Kukunas. Habe ich noch irgendeins hier schön in der Mitte?
Dann komm, ich nehm das einfach. Flups. So, dann einfach. Jo, der Elektroball sieht schön groß aus, schön mittig. Es guckt nur ein bisschen doof. So, Zubat. Habe ich. Ja, komm, nehmen wir das hier. Perfekt. Und dann, Leute, Alter, guck mal, dieser komische Ball, das war Apollo. Dabei erst auf den Fotos sichtbar wird. Oh, das ist ja geil. Ich nehm das da. So. Ist natürlich hier schön dick da. So, das. Mal wie dumm und simpel das aussieht. Aber das war, glaube ich, das beste Bild. Dick da. So. Landen. So ein Dicktrin natürlich, das. Alter. Ja, das sieht irgendwie cool aus. Ich hoffe bloß, dass das in der Mitte dann noch ist. So, Dicktri. Auch genommen. Ja, Magnetilo kann ich gar nicht auswählen, ey. Kann ich gar nicht auswählen. Weil das echt zu schlechte Bilder waren. So, nicht viele Pokémon. Neue hier, aber ich habe soweit alles ausgewählt. So, und dann noch halt markieren. Markiere ich hier genau das hier nämlich auch nochmal. Ne, kann man schon doppelt markieren. Dieses Bild im Album speichern. Es ist Platz für 60 Bilder. So, ich nehme dieses Bild. Sehr schön. Aber schön nachher die ganzen Bonusbilder als eine Collection. So, alles klar, na denn. Zu Professor Eich. Wupp, wupp, wupp. Bist du ready, alle zu zeigen? Yo. Los, Professor. Bum, bum, din, dum, bum. Hm, was gibt's denn Neues? Oh, crazy. Wow. Wow, ist das nicht Pikachu auf einem Ball? Nein, Professor, das ist Pikachu auf einem Elektroball. Hat wohl nicht hingepasst. Pikachu auf einem Ball bringt 600 Punkte. Es ist bereits ein Bild von Pikachu im Pokémon Report, also wird's verglichen. Wie groß ist die Abbildung? Hm, ist ganz okay. So, die Pose, 1000 Punkte, gut gemacht. Und kommen wir zur Technik. Alter, genau in der Mitte, mal 2. Gut gemacht. Gut gemacht. Dieses Bild ist viel besser als dein letztes. Wird deswegen einfach ungefragt ersetzt. Deswegen ist vielleicht gar nicht verkehrt, echt auch andere Bilder, die euch gefallen, im Album einfach zu speichern. Mal gucken. Ah, Laptag. Wie groß ist der Crazy? Crazy, crazy. Crazy. Technik. Oh, yeah. Wunderbar. Ach, wunderbar. La, la. Kokuna? Mhm. Abbildung, ja, krass, cool. Was nah dran? Oh, was nah dran? Du warst zu schwach oder was? Weil zu klein war? Elektroball? Ja, richtig schön groß, sehr gut. Pose, ja. Pokémon in der Mitte. Wunderbar. Verdoppelt. Und, na gut. Die Kokuna macht mich jetzt ein bisschen nervös. Warum hat das nicht geklappt? Zubat. Ja, schön. Ja, den kann man doch ja nicht größer machen. Dann sieht man doch ja nicht mehr das Pokémon. So gut, ist in der Mitte des Bildes. Wunderbar. Ach, ist doch wunderbar. So, okay, das sieht auch voll cool aus. Also würde ich sagen, weil ich bin ja nur ein Laie, was Fotos angeht. Pose, ja, 800, sehr hübsch. Vor allem die Zähne. Mhm. Pokémon in der Mitte, geil. Wunderbar. Ist einfach wunderbar. Boah, dick da. Eins einsam und verlassen. Deswegen auch nicht so groß. Naja, komm schon, 1000, Alter. Ja, gib mir die Punkte, ja. Wunderbar. Wunderbar. Und jetzt, Alter, wumm. Ultra dick Dries. Wie groß ist die Abbildung? 800 Punkte. Ich glaube, geht das echt bis 1000? Wie groß soll das doch sein? Es versucht sich einzugraben. Sehr gut, 1000 Punkte. Die Technik? Geil, es ist in der Mitte. Wow. So, und wow, es sind weitere Dicktries im Bild. 400 Punkte. Boah, 4000. Wunderbar. Okay, das ist wirklich mein zweitbestes Bild bisher. So, 8 Pokémon-Arten im Report war es bisher. Jetzt schnell mal updaten. Warte. Warte, Todd. Wir gehen zurück ins Labor. Er hat wieder Infos. Willkommen zurück. Willkommen zurück, Mann. Super, du bist sehr schnell im Umgang mit der Kamera. Hier ist ein Geschenk für dich. Es ist sehr nützlich, wenn du Pokémon fotografieren willst. Möchtest du den Pokémon näher kommen? Dann benutze diese Pokémon-Nahrung. Es ist ganz leicht, sie einzusetzen. Drücke A, um die Pokémon-Nahrung zu werfen, wenn du nicht durch den Sucher deiner Kamera schaust. Selbst entfernte Pokémon kommen gerne näher, wenn du sie auf diese Weise anlockst. Schau nach oben, wenn du weiter werfen möchtest. Ich habe noch einen Tipp für dich. Bewirf einen stillstehenden Elektroball mit Pokémon-Nahrung und warte ab. Viel Erfolg, Todd! Soll ich die Infos wiederholen? Nee, Leute. Ich muss jetzt sagen, dass der Part vorbei ist, bevor wir weitergehen. Ja, mit dem Elektroball-Tipp, ne, das war schon wichtig, weil wir sonst nicht vorankommen. Aber erstmal, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen wieder heute. Beim nächsten Mal geht's weiter mit Pokémon Snap. Ich hoffe, das Projekt sagt euch zu. Ihr lasst euch gerne ein bisschen in die klassische Welt von früher versetzen. Auch wenn dieses Spiel heute betrachtet sehr, sehr simpel ist. Aber okay, Leute, bis zum nächsten Part. Ciao!